Kambodscha ist ungefähr halb so groß wie Deutschland und hat ca. 16 Millionen Einwohner. Das tropische Land wird in seiner Mitte von einer ausgedehnten Tiefebene beherrscht, die auf drei Seiten von Bergketten begrenzt ist. Von Saigon kommend flogen wir direkt nach Siem Reap, wo sich die Ausgrabungen von Angkor befinden. Der Angkor Wat ist der größte Tempel der Anlage und vom Bauvolumen her das größte religiöse Gebäude der Welt. Es fallen zunächst die gewaltigen Dimensionen auf. Die Gesamtanlage umfasst 1650 Meter in Ost-West-Richtung und 1470 Meter in Nord-Süd-Richtung. Der Wassergraben ist 190 Meter breit und mehr als 6 Kilometer lang. Beim Haupteingang überwindet ein 12 Meter breiter und 250 Meter langer Damm mit je einer Terrasse am Anfang und in der Mitte das Wasser. Gewaltige Löwen und aufgerichtete Nagelschlangen bewachen den Damm zum Westtor. Dieses besteht aus Sandstein, hat drei Eingänge und weist nach außen eine Galerie auf, während es nach innen verschlossen ist. Durch breite Öffnungen kann man von Seitenraum zu Seitenraum gehen. In einem der Seitenräume steht die 4 Meter hohe, achtarmige Vishnu-Statue, die sich angeblich einst oben im höchsten Turm befunden haben soll. Hat man das äußere Tor durchquert, so tritt man heraus in eine weite Fläche, an deren Ende sich Angkor Wat erhebt, jener Tempel, der von den Dimensionen und der optischen Wirkung her der Vorstellung des Berges Meru, auf dem die Götter wohnen, am nächsten kommt. Fünf Türme ragen in der Mitte auf. Der höchste, die Bergspitze simulierend, die anderen vier die Ecken der Erde. Die Darstellung der Welt als quadratische Scheibe, von der in der Mitte der Götterberg Meru als höchste Erhebung des Universums aufragt und die an den Ecken von jeweils einem weiteren Turm begrenzt wird, ist in fast allen Gebieten Ost- und Südostasiens sehr weit verbreitet. Insgesamt 540 Meter lang und etwa 2 Meter hoch sind die Flachreliefs, die in einer nach außen gewandten Galerie die dritte Umfassungsmauer des Tempels umgeben. Das entspricht einer von Steinmetzen bearbeiteten Fläche von einem Quadratkilometer. Es sind Szenen aus dem Epos Mahabharata oder aus der Hindu-Mythologie oder Szenen aus der Armee des Königs zu sehen. Eine doppelte Säulenreihe bietet genügend Halt für ein großes, gewölbtes Dach, das eine bequeme, sonnen- und regengeschützte Betrachtung erlaubt. Die nächsten zwei Stunden streiften wir durch die beeindruckende Anlage und erklommen viele sehr steile Stufen. Dann fuhren wir zum Tempelberg Phnom Bakheng. Die besondere Attraktion dieses Tempels ist seine Höhenlage, die weite Blicke über den Dschungel erlaubt. Besonders stimmungsvoll ist der Ausblick am späten Nachmittag, wenn die Sonne als großer roter Ball im Westen versinkt. Die nächsten zwei Nächte verbrachten wir wieder in einem schönen Hotel in Siem Reap. Auch der nächste Tag war natürlich ganz der Besichtigung Angkors gewidmet, wobei wir diesmal mit einem Tuk-Tuk von Tempel zu Tempel unterwegs waren. Mit 9 Quadratkilometer Fläche war Angkor Thom, was auch große Stadt bedeutet, eine der größten der historischen Khmer-Städte. Schon von Weitem sieht man den 23 Meter hohen Turm des Südtores mit den nur ganz sanft lächelnden Gesichtern. Die 16 Meter breite und 108 Meter lange Brücke über den Wassergraben wird von Balustraden aus Sandstein begrenzt, die zwei Reihen von überlebensgroßen Figuren darstellen, die jeweils einen fetten Schlangenkörper tragen. Die rechte Reihe stellt Dämonen dar, die hier abgebildete linke Seite Götter. Der im späten 12. Jahrhundert erbaute Staatstempel der Bayon
sieht von weitem wie ein vielgipfliger grauer Berg aus. Früher war er nicht so grau, denn es gab viele, vermutlich bunt bemalte Holzkonstruktionen. Leider ist davon aber nichts erhalten geblieben. Auf den Reliefs werden vor allem Schlachtszenen aus dem Krieg gegen die Cham gezeigt. Die Khmer sind an den langen Ohren zu erkennen, die Cham haben merkwürdige Helme wie umgedrehte Blumen. Außerdem werden auch Szenen aus dem Epos Ramayana gezeigt, Tänzerinnen sowie Bilder aus dem Alltag der einfachen Leute. Gerade an den Gesichtertürmen erklärt man eine weitgehende Verschmelzung von Buddhismus und Hinduismus, die dann wiederum in der Zeit der Indisierung mit den vorhandenen Khmer-Religionen verschmolzen wurden. Die Gesichter stellen gleichzeitig Buddha und Shiva dar, da dies für die Khmer weitgehend identisch waren. Weiter ging es zum Bapuon, dem Staatstempel des Königs Udayadit Yavarman II. Aus der Mitte des 11. Jahrhunderts. Es handelt sich um einen klassischen Pyramidentempel. Die Basis des Tempelberges misst 120 x 100 Meter. Er gliedert sich in 5 Stufen und erreicht eine Höhe von 24 Metern. Zum Osteingang führt ein 172 Meter langer, steinerner, auf zahllosen Säulen ruhender, erhöhter Weg. Durch das Tor gelangt man in einen umlaufenden Innenhof, der von 2 Bibliotheken beherrscht wird. Sie waren durch einen erhöhten Weg verbunden, von dem noch die kurzen Steinsäulen erhalten sind. Auf einer steilen Treppe gelangten wir eine Ebene höher. Faszinierend, wie die Steine bearbeitet wurden. Eine 3 Meter hohe Mauer von 300 Meter Länge begrenzt den königlichen Aufmarschplatz. Die großen Flächen der Mauer sind durch ein kontinuierliches horizontales Relief geschmückt, das etwa lebensgroße Elefanten zeigt, auf deren Köpfen Mahouts sitzen, die die Rüsseltüre führen. Erbaut wurde die Mauer im späten 12. Jahrhundert. 5 Treppen führen auf die Terrasse. Die südliche wird flankiert von 3-köpfigen Elefanten, deren Rüssel Lotusstängel aus dem Boden ziehen. Bei der Treppe in der Mitte befinden sich die Abschnitte, auf denen abwechselnd Figuren mit Löwenköpfen, ausgeprägter Brustpartie und strammen Schenkeln einerseits und Garudas andererseits zu sehen sind. Sie alle halten die Arme nach oben, als müssten sie die schwere Last der Terrasse tragen. Das obere Ende des mittleren Aufganges bewachen Löwen. Der Takkyo ist ein beeindruckender Hügeltempel, dessen Bau im späten 10. Jahrhundert begonnen, durch dynastische Kämpfe mehrmals unterbrochen und letztendlich nicht vollendet wurde. Die Anlage ist von 2 Lateritmauern geschützt. Eine sehr steile Treppe führt nach oben. Wir waren nun reif für eine Mittagspause. Man darf nicht vergessen, dass alle diese Besichtigungen bei ca. 30 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit stattfanden. Etwa gleichzeitig mit dem Bajon, dem Staatstempel des Königs Jayavarman VII., begann der Bau dieses großen Klosters, das einer Steleninschrift zufolge 1186 durch das Aufstellen zahlreicher Statuen geweiht und der verstorbenen Mutter des Königs gewidmet wurde. Da heute nur der innere Bezirk zugänglich ist, lassen sich die wahren Ausmaße der ursprünglichen Anlage kaum erfassen. Mehr als 12.000 Menschen sollen innerhalb der Mauer gelebt haben und rund 80.000 waren mit der Unterhaltung des Tempels beschäftigt. Ursprünglich war vorgesehen,
dass dieser Tempel in seinem natürlichen Zustand erhalten bleiben soll, was aber nicht bedeutete, dass nicht große Teile des Pflanzenbewuchses entfernt und einige Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt wurden. So entstand ein idyllischer Zustand des Ringens zwischen der Natur, versinnbildlicht durch die gewaltigen, hellen Wurzeln des Kapokbaumes sowie der kleineren, dunkleren der Würdegefeige und der Kultur in Form von Gebäuden und Mauern. Hier wurden auch einige Szenen des Films Tomb Raider mit Angelina Jolie gedreht. Weiter ging es zum Panteaic Dei. Der Tempel gibt den Archäologen noch viele Rätsel auf, denn bisher wurden keine Inschriften gefunden, die auf Entstehungsdaten und Umstände verweisen. Man nimmt an, dass es sich hier um ein großes buddhistisches Kloster handelte. Nachdem man das große Osttor durchquert hat, kommt man zu einer Sandsteinterrasse mit Naga-Balustraden. An den Ecken ragen die Nagas hoch, vor ihnen stehen schützende Löwen. Wieder durchstreiften wir in der nächsten Stunde die Anlage. Aber noch immer nicht genug für heute. Der Tempel Prerup war der Staatstempel des Königs Rajendravarman II., der Mitte des 10. Jahrhunderts seine Hauptstadt errichtete und diesen Tempel in ihre Mitte setzte. 961 wurde er geweiht. Die Umfassungsmauer besteht aus Lateritblöcken. Die Treppen, die zur nächsthöheren Ebene führen, werden von Löwen bewacht. Die letzte Besichtigung für diesen Tag war der östliche Mebon. Als dekoratives Detail sieht man heute noch die steinernen Elefanten, die auf beiden Plattformen jeweils auf den Ecken stehen und in die Ferne schauen. Fein gemeißelt sind nicht nur ihre Körperformen, sondern auch ihre Schmuckketten und umgelegten Decken mit langen Quasten. Todmüde kehrten wir in das Hotel zurück, um am nächsten Tag die Besichtigungen fortzusetzen. Der Tempel Priakan weist einen eigenen Wassergraben von 800 x 700 Metern auf. Die über den Graben führende Straße wird von zwei großen Nagas eingefasst, die auf der einen Seite von Göttern, auf der anderen von Dämonen getragen werden. Die Köpfe aller Figuren wurden allerdings gestohlen. Das Tor der inneren Umfassungsmauer besitzt eine offene Galerie, deren massive quadratische Steinsäulen das schwere Dach abfangen.
Die Galerien sind leer, viele der Dächer sind eingestürzt und der gewaltige Kapokbaum verdeutlicht unübersehbar das Problem, vor dem die Restauratoren stehen. Die Bäume hier sind alt und hoch und drohen umzufallen. Ihre Wurzeln haben das Mauerwerk vielfach durchdrungen und halten gleichzeitig das Bauwerk aber zusammen. Viele Bäume wurden deshalb einige Meter über dem Wurzelbereich abgesägt, um einen Teil der Last von den Mauern zu nehmen. Es schließt sich die Halle der Tänzerinnen an. Auf den Säulen finden sich wieder als Flachreliefs die anmutigen Tänzerinnen, die fast vollplastisch herausgearbeitet auch die Friese der Türen schmücken. Auffällig sind über den grazilen Gestalten die leeren Nischen. Außerhalb der Halle befinden sich zwei Gebäude, die den Forschern große Rätsel aufgeben. Das rechte Gebäude besteht aus Sandstein, unten stehen massige runde Säulen eng beieinander, darüber ist eine feste Bodenplatte eingezogen, auf der sich eine Halle mit großen Fenstern erhebt. Solche zweistöckigen Bauten sind in Khmer-Tempeln sonst unbekannt und es gibt keinen Hinweis darauf, wozu dieses Bauwerk diente. Die Anlage des Nyak Pian befindet sich auf einer Insel in einem See. Auf einem Holzsteg gelangt man hinüber. Es handelt sich um eine Konstruktion von mehreren Becken um ein zentrales, quadratisches Becken herum, in dem sich wiederum eine Insel mit einem zentralen Turm erhebt. Die runde Insel wird an ihrer Basis von zwei Nagas eingefasst, die sich auf der anderen Seite treffen und umwinden. Und genau das, sich umwindende Schlangen, bedeutet Nyak Pian. Ursprünglich handelte es sich um eine hinduistische Stätte. Sie stand immer mit Heilung von Körper und Seele in Verbindung. Die Außenmauer des Panthiai Samre ist 6 Meter hoch, sodass die Anlage von außen wie eine Festung wirkt und daher den Namen Panthiai erhielt. Die Samre sind ein sehr kleiner Minderheitenstamm in Kambodscha und der Name bezieht sich auf eine Legende, nach der ein Bauer aus dem Volk der Samre König des ganzen Landes wird. Etwa 35 Kilometer nordöstlich von Angkor ist ein wirkliches Kleinod unter den vielen Tempeln zu finden, der Panthiai Srey. Eine Stele berichtet davon, dass der kompakte und klar gegliederte Tempel, dessen heutiger Name Frauenzitadelle bedeutet, am 27. April 967 geweiht wurde. Die Bedeutung der kleinen Anlage machen aber die unglaubliche Detailgenauigkeit und Pracht der Schnitzarbeiten in dem rötlichen Sandstein aus. Wir konzentrieren uns nun auf die Geschichten, die auf den Giebelfeldern erzählt werden. Von Osten kommend sieht man auf dem Tor der vierten Umfassung den Gott Indra, der über den Osten wacht, auf einem dreiköpfigen Elefanten. Hier wird Vishnu als Löwenmensch präsentiert, der die Brust des Dämonenkönigs Hiranyakasipu aufreißt. Dieser Dämon hält sich am Morgen, am Tag und in der Nacht an keinem Ort auf und gilt deshalb als unbesiegbar. Doch Vishnu kreiert mit dem Löwenmenschen eine vorher unbekannte Inkarnation und tötet den Dämon genau zwischen Tag und Nacht. Die Taufe Lakshmis. Lakshmi ist die Gefährtin Vishnus und Göttin des Glücks und des Wohlstandes. Sie entstand durch das Quirlen des Milchozeans und erschien sitzend auf einer Lotusblume mit einer Wasserlilie in der Hand. Die heiligen Flüsse Indiens reinigten sie und Elefanten fingen in goldenen Bechern reinstes Wasser auf, um sie damit zu übergießen. Genau diese Szene wird hier dargestellt. Der tanzende Shiva mit 10 Armen und Schnurrbart, aber ohne Schmuck außer seinen langen Ohrringen. Rechts sitzt ein Trommler, links eine dürre Frau, die durch Shivas Tanz zerstört wird, weil sie ihre weiblichen Formen völlig verloren hat und hässlich gemacht wurde. Sie ist das Symbol für einen Weltenzyklus, der durch Shivas Tanz beendet wird, während ein gleichzeitig ein neuer Zyklus in Gang gesetzt wird. Auf dem Türstutz darunter ist ein Gott ohne Kopf zu erkennen, der mit einem Elefanten und einem Löwen kämpft, deren Körper aus der Girlande zu kommen scheinen. Auch die Bibliotheken weisen sehr schöne Giebelfelder auf. Zum Beispiel tötet hier Krishna seinen Onkel Kamsa, der ihn lange Zeit verfolgt hat vor zahlreichen, nicht besonders interessierten Zeugen. Bemerkenswert ist die Architektur von Kamsas Pavillon,
der vor allem im Dach einem Khmer-Tempel der Zeit gleicht. Wir streiften noch lange durch die herrliche Anlage. Die drei Türme des kleinen Haupttempels werden von affenartigen Gestalten bewacht. Damit waren diese interessanten, aber auch sehr anstrengenden Besichtigungen in Angkor zu Ende. Bei einem guten Mittagessen erholten wir uns ein wenig, man beachte den Abtransport des schmutzigen Geschirrs. Dann ging es weiter mit dem Bus durch die eintönige Landschaft Richtung Battambang. Am Weg dorthin hatten wir eine besondere kulinarische Erfahrung. Ratten, Schlangen und Grillen. Wir konnten nicht widerstehen. Nach einer Übernachtung in dem nicht sehenswerten Battambang machten wir einen kurzen Ausflug mit dem Bambuszug. Bequem war die Fahrt nicht gerade. Die Strecke ist nur eingleisig und bei Gegenverkehr müssen die sogenannten Waggons, einfache Bambusgestelle, aus den Schienen gehoben werden. Anschließend ging es an vielen Stelzenhäusern vorbei zum Tonle Sap-See. Die Zufahrt von der Hauptstraße zum Seeufer war nicht nur die Wegverhältnisse eine Katastrophe. Wir kamen an Hütten vorbei, in denen die Ärmsten der Armen hausen müssen. Am Seeufer eine einzige stinkende Müllhalde, da es keine Müllabfuhr gibt, bleibt alles einfach liegen und verfault, soweit es sich nicht um Plastik handelt. In
In all diesem Schmutz gehen die Menschen baden und fischen. Dabei ist der See der größte See Südostasiens und eines der fischreichsten Binnengewässer der Erde. Von Norden wird der See durch mehrere Zuflüsse gespeist. Im Süden tritt der nach dem See benannte Tonlesap-Fluss aus, der in Phnom Penh in den Mekong mündet. Jedes Jahr im Juni ist ein weltweit einzigartiges Naturphänomen zu beobachten. Der Mekong führt zu dieser Zeit aufgrund der Monsunregenfälle und durch das Schmelzwasser aus dem Himalaya bis zu viermal mehr Wasser als in den trockenen Monaten. Da Kambodscha ein großteils sehr flaches und ebenes Land ist, drängt das Wasser des Mekong in den Tonlesap-Fluss und dieser wechselt die Fließrichtung. Die Wassermassen drängen zurück in das Becken des Tonlesap und füllen den See, der während der trockenen Jahreszeit eine Oberfläche von ca. 3000 Quadratkilometer hat, bis er auf ca. 10.500 inklusive der umliegenden Flussanschaften auf bis zu 25.000 Quadratkilometer anwächst und bis zu fünfmal so tief ist, von ca. 2 bis 3 auf 14 Meter. Der Höhepunkt ist im September erreicht. Zu diesem Zeitpunkt ist knapp ein Drittel der landwirtschaftlichen Kulturfläche Kambodschas von Wasser bedeckt. Erst im November, wenn der Mekong wieder weniger Wasser führt, wechselt der Fluss erneut die Richtung und das Wasser des Sees fließt langsam ab. Am See leben etwa 6000 vietnamesische Familien sowie einige Cham in mehreren schwimmenden Dörfern, hauptsächlich vom Fischfang und vom Handel. Die Holzhäuser stehen meist auf hölzernen Plattformen, die durch leere Ölfässer relativ stabil gehalten werden. Die Händler sind auf Booten unterwegs und ob Schule, Tankstelle oder Krankenstation, alles befindet sich auf dem Wasser. Der Abfall inklusive aller menschlichen und tierischen Exkremente landet natürlich im Wasser. Auch Tierkadaver treiben hier und dazwischen, wie gesagt, arbeitende Menschen, spielende Kinder, wäschewaschende Frauen und so weiter. Auch das für das Kochen notwendige Wasser wird einfach aus dieser Brühe geschöpft. Auf dem Rückweg zur Hauptstraße waren wir sehr nachdenklich. Weiter fuhren wir nach Udong zu den königlichen Stupas. Hier war um das Jahr 1619 der Herrschersitz, aber eine richtige, prachtvolle Hauptstadt entstand an dieser Stelle nicht. Dieser Stupa wurde zwischen 1996 und 2002 von König Sihanouk errichtet. Auf den fein ziselierten Friesen sind Szenen aus dem Leben Buddhas zu erkennen. Der gewaltige, mehr als 50 Meter hohe Stupa dient allein zur Aufbewahrung einer Buddha-Reliquie, wobei man von deren Echtheit nicht überzeugt sein kann. Von der Terrasse, auf der der Stupa ruht, hat man eine herrliche Aussicht über die umliegende, flache Landschaft.
Hier befindet sich auch ein buddhistisches Zentrum. Todmüde kamen wir nach dieser über 300 Kilometer langen Fahrt in Phnom Penh an. Am nächsten Tag begannen wir unsere Besichtigungen im Königspalast. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts ließ König Angchan an dieser Stelle, nur gut 100 Meter vom Zusammenfluss des Mekong und des Tonle Sap entfernt, eine kleine Festung errichten, die nach dem Umzug König Norodoms von Udong nach Phnom Penh 1866 zu einem Palast mit angeschlossener Pagode erweitert wurde. Die Thronhalle erhebt sich in einem modernisierten Khmer-Stil auf ihrer mehr als 3 Meter hohen, gelb gestrichenen Plattform. Die schlichten Kapitelle der schmalen, weißen Säulen zieren Kinara- und Garuda-Figuren, deren Hände nach oben gerichtet sind, sodass sie das doppelte Dach mit seinen roten, blauen und gelben Dachziegeln zu stützen scheinen. Kinare werden in der thailändischen, kambodschanischen, laotischen und burmesischen Mythologie als Wesen dargestellt, die halb Frau und halb Vogel sind. Sie haben den Kopf, den Torso und die Arme einer Frau, aber die Flügel, den Schwanz und die Füße eines Schwans. Sie sind bekannt für ihren Tanz, ihre Lieder und ihre Dichtung und stellen das traditionelle Symbol weiblicher Schönheit, Grazie und Vollendung dar. Auch das Innere des Saals, in dem absolutes Fotografierverbot herrschte, wirkt vorwiegend dekorativ. In diesem langgestreckten Raum steht bei den offiziellen Anlässen das Publikum von Ministern, Beamten und Militärs. Am Ende des Raumes befindet sich erhöht unter einem mehrstufigen Schirm der Thron, der nur zu den Krönungen in Gebrauch genommen wird. Bei weiteren Anlässen sitzen König und Königin auf den Sesseln vor dem Thron. Von dem Säulenangang seitlich des Saales kann man einen Blick in den gesperrten Wohnbereich des Palastes werfen. Vor dem Eingang beherbergt ein kleines, zweistöckiges Gebäude Musikinstrumente und Zeremonialgegenstände, bleibt aber für Besucher geschlossen. Den Namen Silberpagode erhielt dieser Tempel aufgrund der mehr als 5000 Bodenfliesen, die aus rund 5 Tonnen kambodschanischem Silber in Frankreich gefertigt wurden. Der offizielle Name ist Tempel des Smaragdbuddha und bezieht sich auf einen wertvollen grünen Kristallbuddha aus dem 17. Jahrhundert. Dieser Smaragdbuddha ist aber bei weitem nicht das einzige wertvolle Objekt im Tempel. Vor dem Altar steht in einer Glasvitrine eine 1904 gefertigte, lebensgroße Buddha-Statue, die aus 90 Kilo reinem Gold bestehen soll und mit 2086 Edelsteinen besetzt ist. In mehreren Stupas wird die Asche verstorbener Könige aufbewahrt. Bevor man die Anlage verlässt, gibt es noch einige Ausstellungsräume. Auf einem künstlichen Hügel im Norden der Stadt ragt weithin sichtbar ein gewaltiger weißer Stupa auf, der die Asche des Fürsten Poneyayat 1404 bis 1467 enthält und unter dessen regional begrenzter Herrschaft etwa 1434 die Stadt Phnom Penh gegründet wurde, der Wat Phnom. Über die breite Steintreppe mit einem Nagergelände, das unten in einer aufgerichteten Nager mit 7 Köpfen endet, wird die Haupthalle erreicht. Die Wände sind fast vollständig von großen Gemälden mit Szenen aus dem Leben des Buddha bedeckt. In der Mitte des Raumes erhebt sich ein beträchtliches Pantheon von Figuren, überragt vom Hauptbuddha, der in Meditationshaltung auf einem weiteren künstlichen Berg sitzt und umgeben ist von zahllosen kleineren Buddhas sowie von Vasen, Eimern voller Lotusblüten, dem Symbol der Reinheit im Buddhismus. Beim hinteren Ausgang sieht man einen kleinen Schrein mit einer Büste einer sehr diesseitigen Frauenfigur, die meist umgeben ist von Blumen und Obst sowie Geldgeschenken der Tempelbesucher. Die derart verehrte ist die wohlhabende Witwe Pen,
deren Legende untrennbar mit der Hauptstadt verbunden ist und ihr den Namen gegeben hat. Frau Penn lebte in einem kleinen Dorf am Ufer des Tondelsap und entdeckte eines Tages im Fluss einen Baumstamm mit einem Loch, in dem sie eine Buddha-Figur fand. Um dieser Figur einen würdigen Ort zu geben, ließ sie in ihrem Dorf einen Hügel aufschütten und einen Tempel darauf bauen, der dann Wat Phnom Penh hieß, der Tempel auf dem Hügel der Frau Penn. Viele Jahre später, als aus ihrem Dorf eine blühende Handelsstadt wurde, übernahm diese den Namen des Tempels. Zum Abschluss besuchten wir noch den Russenmarkt. Er erhielt seinen Namen in den 1980er Jahren, als die meisten Ausländer hier noch Russen waren, die diesen Markt mit breitem Angebot an Lebensmitteln, Kleidung und Souvenirs schätzten. Die letzten Stunden vor unserem Abflug am nächsten Tag verbrachten wir im Hotel am Swimmingpool und ließen melancholisch viele Eindrücke der vergangenen Wochen an uns vorbeiziehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.